Kann man das Jungle Dip nennen, wenn der Jungler immer zu spät beim Counter ist? Ja, natürlich. Also auf den Elo Bracket solltest du halt lesen, wann die Wave da ist und dann dementsprechend halt die Wave halten können. Ja, also anfangen zu groupen. Wir brauchen einen guten Fight jetzt, um unserem Team Hoffnung zu geben. Ich glaube, sonst Game Over. Weil ich glaube, unser Team ist kurz davor zu weinen. Jetzt gucken wir, was er hier macht. Vielleicht können wir ein bisschen Seraphin abusen. Autofill und Second Place ist doch ein Unterschied. Ne, die wollen das tatsächlich ändern, dass wenn du Second Roll bist, dass es dann als Fill zählt. Aber ich glaube, bis jetzt haben sie es noch nicht. Aber die wollen das ändern, weil das ist halt, mittlerweile sind alle Leute so unglaublich spezialisiert. Das heißt, wenn du auf deiner Secondary Roll bist, wenn du nicht auf deiner Main Roll bist, dann ist es praktisch, als wärst du Autofilled. In vielen Szenarien. Einfach weil das halt, also du bist halt mittlerweile, die meisten Leute spielen eine Position mit einem Champion und das ist, wie sie climben und nicht mehr anders. Ich war bei Flippy Bird nicht über 15, Respekt nochmal für deine Leistung. Flippy Bird nicht über 15, bro. Versuchst du überhaupt zu flappen oder was ist das? Muss sagen, also wenn du bei Flippy Bird nicht über 15 kommst, naja, ne? Jeder sollte bei Flippy Bird mindestens einen Score in den 30ern haben. Wenn du unter den 30ern bist, dann, naja, solltest du dich nicht Gamer nennen, sondern vielleicht solltest du dann mal in eine normale Karriere gehen langsam. Goddammit, League of Legends. Goddammit, League of Legends. Es hat aber jemand gedodged. Das heißt, wir können nochmal einmal kurz reinflappen, Leute. Wie krass lang die Queue-Zeiten auf dem Account sind, ne? Und das, obwohl sie das Matchmaking noch nicht mal umgestellt haben. Das heißt, das bessere Matchmaking kommt ja erst noch. Nice, 30, ne? Das ist, was man zeigen muss. Die Frauen stehen auf Flappy Bird-Spieler, die um die 30 rumkommen. Nicht, wenn du viel mehr machst, das ist dann wieder uncool, aber so um die 30 ist heiß. Das ist sehr heiß. Ja, ich bin jetzt ein bisschen hoch mit 41, ne? Aber es ist schon sehr heiß. Bla bla bla. Caitlyn, Graves, Kindred, Ryze, Varus, die können alle gebufft werden. Ich glaube, das ist fein. Kindred finde ich immer sehr lästig, weil wenn die gespielt werden kann, ist die eh schon sehr stark. Aurora, Brand, Ezreal, Ashe, Katarina, Cannon, LeBlanc, Lilia, Pyke, Rumble. Rumble Nerf? Da bin ich mir nicht sicher, ehrlicherweise. Senna, das sind actually sehr gute Nerfs, Leute. Das ist eine sehr gute Liste hier, würde ich behaupten. Ja, da steht nichts von Red Side, Blue Side, tatsächlich. Da steht nichts von Red Side, Blue Side. Oder übersehe ich was? Oh mein Gott, sie machen es wieder nicht. Sie haben wahrscheinlich gedacht, wir vergessen es. Wie lange spielen wir denn jetzt schon mit dem Stats? Nee, wir spielen jetzt schon 8 Monate mit den Changes. Was ist ein Monat mehr, ne? Am Ende des Tages ist es ja wirklich so. Was ist ein Monat mehr, wenn du 8 Monate schon damit spielst? Für jeden Lux-Skin erhältst du einen Buchstaben. Wenn du 7 Buchstaben voll bist, kannst du die Lösung zu Brew und Redside kaufen. Bro, ich würde sofort 7 Lux-Skins kaufen. Aber sofort. Da kann mich Riot gerne scammen. Ich zahl 7 Lux-Skins dafür. Ich kaufe auch mehr. Ich kaufe sogar den Elementalist-Lux, wenn es sein muss. Zack? Nope. Zack? Hä? Warum geht er denn einfach? I don't understand. Wenigstens hat die Rell den Kill gekriegt. Oh, das ist... I don't understand. Sieht überhaupt nicht gut aus hier, die Runde. Das sieht wirklich überhaupt nicht gut aus, Leute. Nice, wichtig. Dankeschön. Okay, Leute, schön, schön, schön. Wir sind Seraphine. Solange unser Team nicht tiltet, sind wir komplett am Chillen. Ich bin tot. Ich werde nicht überleben. Da werde ich abducted. Es ist wichtig, so schnell wie möglich zu sterben da, aber... Ich hätte da nicht auf den Sack hören sollen und nicht nochmal vormoven, das ist my bad. Wir müssen ja ein bisschen konzentriert sein. Stimmung sehr angespannt im Team. So, ich glaube, wir gehen hier für den Torch-Bild, weil die so viel Frontline haben. Statt für den Trainer-Bild. Der Don Baron auf der Top-Lane. Ich glaube, unser Draft ist sehr, sehr superior hier später.
Scheiße. Wenn er draufgibt, wäre der sogar tot gewesen. Aber jetzt ist so ein Short-Hop nur gegangen. Hey, Nova, ich verstehe nicht so ganz, warum du nicht mit Trimax den LOL machst. Ne, weil er mich nicht gefragt hat. Ich meine, der hat halt seine Gruppe mit Leuten, die er spielt. Und ich glaube, die präferieren halt einfach, das sehr noob-technisch zu machen und mit sehr viel Beleidigungen und Spaß halt. Und die wollen halt nicht ernsthaft besser werden, sondern die wollen einfach Spaß haben, weißt du? Dass so Trimax und Chef Strobel schaffen es auf Gold? Ja, klar, natürlich. Die haben mehr als genug Zeit, um Gold zu kommen. Und die werden Gold schaffen, klar. Wisst ihr, die haben ja jetzt erst angefangen mit dem Ganzen. Das heißt, ich glaube, was die haben halt so den Ansatz genau dasselbe, was ich zum Beispiel bei meinem T06-Projekt habe. Die wollen halt jetzt erstmal eine Basis schaffen und wollen halt so Bronze und Silber verlassen. Und wenn sie dann einen Punkt haben, wo sie confident sind und sich schneller verbessern wollen, dann wollen sie Coaching. Die wollen jetzt gerade noch kein Coaching, ist mein Gefühl. Sondern die wollen halt erstmal ein bisschen an sich arbeiten und schauen, wie weit sie kommen. Und dann wollen sie Coaching. Wir sind sowas von super tot, ne? Scheiße, Mann, wenn der Sek einfach ultet, dann ist das so gut für uns, ne? Wird leider nicht geultet. Also, wir sind auf jeder einzelnen Position extrem behind hier. Wir haben keine Position, auf der wir fein sind gerade. Kein W. Jetzt wäre eine Chance, wenn er drankommt. Nope. Wir müssen jetzt sehr lange scalen, wenn wir das machen können, befürchte ich. Weil die können halt zu dritt runterkommen und wir können das nicht defenden. Da wäre der Kill gewesen. Da wäre er gewesen, aber leider ist er da nicht. Oh oh, Leute. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Sehr starke Jungle-Diff hier. 7-0-8, wow. Der Skadan hat jetzt schon 3 oder 4 Mal gedived unten einfach. Das macht das Game schon sehr hart, muss ich sagen. Kann man das Jungle-Diff nennen, wenn der Jungler immer zu spät beim Counter ist? Ja, natürlich. Also auf dem Elo-Bracket solltest du halt lesen, wann die Wave da ist und dann dementsprechend halt die Wave halten können. Ja, also anfangen zu groupen. Wir brauchen einen guten Fight jetzt, um unserem Team Hoffnung zu geben. Ich glaube, sonst Game Over. Weil ich glaube, unser Team ist kurz davor zu weinen. Oh. Ryla ist nicht mehr. Nee, ich glaube, Ryla. Ich meine, Ryla ist sehr gut auf Seraphine. Aber ich glaube, wir brauchen hier. Also, wir haben sehr viel Schaden im Team, weißt du? Und wir haben auch sehr viel Utility im Team. Ich glaube, wir brauchen hier einfach nur, dass unser Team überlebt. Würde ich jetzt sagen. Ich meine, es ist schon. Du hast natürlich recht. Also, Ryla ist schon sehr gut auf Seraphine. Nice. Wir haben jetzt unser zweites Item auch noch. Das ist huge. Wir wissen nicht, wo der Skarner gerade ist, oder? Ich muss halt in dem Game sehr, 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 sehr krass aufpassen, weil die Gegner ein Zed und ein Ken haben. Das ist für mich ein sehr gefährliches Game. Und ein Skarner und eine Rell, die wahrscheinlich nach uns gucken werden. Aber wir stallen gerade. Ich könnte auch Healing Reduction, könnte ich auch gehen. Einmal. Scheiße, der Flash war so bad von mir. Ich bin da nicht richtig an ihn rangekommen. Der Six hat auch mit einem HP überlebt. Fuck, my bad. Ich hab TP, wenn ich spawne. Der Zed ist, glaube ich, auch geflasht, ne? Der Zed ist, glaube ich, auch geflasht. Vielleicht ist Rylas. Lass uns einmal noch Rylas gehen hier, testweise. Es gibt auch sehr viel Leben. Findest du nicht, dass der Gegner-Draft sehr gut gegen euren ist? Naja, gut, die sind 10k Gold ahead und tun sich schwer zu gewinnen, du. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Mhm. Also jetzt ein guter Fight, jetzt und wir gewinnen. Aber der Fight ist schwer. Also einen guten Fight hier zu kriegen, ist sehr schwer. Aber wenn wir ihn bekommen, dann haben wir eine gute Chance. Ich glaube, Rylas ist gut hier, weil wir doch gar nicht so viel CC haben. Und mit Rylas haben wir halt die Möglichkeit, die Gegner zu crowd-controllen für unser Team. Scheiße, Bro, wir waren zu lang. Ah, das ist Nash für die leider. Das ist leider Nash für die. Der Fight war aber sehr gut für uns. Gehe ich jetzt hier Moonstone oder Echoes of Helia, Leute? Oder gehe ich weiter Full Damage mit sowas wie Kryptblumen? Ich glaube Moonstone und dann Echoes of Helia. Fehlt doch noch Damage im Team? Nee, 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 nee. Wir haben so viel Schaden im Team, Leute. Wir haben fucking Smolder, Biora, Rengar. Wir haben selbst einen Support, der Damage macht. Ich meine, wir könnten Kryptblumen vielleicht verargumentieren. Weil die mit dem, die werden halt sehr viel MR haben. In jedem Potential Bush. Was war das? 4 für 4, okay. Aber Skarner hat leider überlebt. 4 für 4. It's pretty good, pretty good, pretty good, pretty good. Ja, ich glaube, eine Kryptblume ist nicht so verkehrt hier, oder? Der Zix war schon tot. Ja, gut, klar, der Zix war schon tot. Aber ich glaube, es war trotzdem doch sehr, sehr gut, oder? Oder ein bisschen Support. Warum versucht mein Support, den gegnerischen Jungler zu killen? I don't understand. Was ist die Idee hier? Ich kann mich nicht bewegen, wow. Ich kann mich nicht bewegen. Fuck, Mann, ich konnte mich nicht bewegen. Nicht einen Schritt konnte ich mich bewegen. Ich wollte die ganze Zeit, ich habe gespammt auf Flash, Flash, Flash. Die werden jetzt Seele bekommen plus Nash. Könnten auch für Inhibs auch noch gehen, theoretisch. Funktionieren die Runen auf Zera? Ja, das sind die besten Runen auf Zera, die du spielen kannst. Conqueror ist am besten auf ihr. Du willst immer Conqueror haben auf Seraphine. Oder Ahri, wenn du Support spielst. AD ist immer Conqueror und Support ist immer Ahri. Und wenn die overextended engagen, die Gegner, dann haben wir immer noch eine kleine Chance zu gewinnen. Oh mein Gott, ich dachte, ich kann hier raus. Scheiße. GG. Da habe ich gepanickt. Da habe ich gepanickt auf den Rel-Flash. Ich hätte nichts geändert, ne? Aber. Schade, Mann, ey. Oh, wir haben so viel gewartet im Game. Aber es ist halt leider klassischer Blue-Side-Angle, hä? Schade, Mann, ey. Oh, jetzt brauchen wir drei Wins wieder bis Challenger.
Schade, schade. Ich hätte auch besser spielen können an einigen Ecken und Enden, aber...